Hi, heute gibt es von mir eine Schminkroutine. Ich ziehe mir mal schon mal mein Band an, weil ich schmink mich mit einem Band, damit die Haare nicht im Weg sind. Und ich mache erst mein Make-up und dann meine Haare. Ich weiß, voll viele machen das komplett andersherum, aber ich mache es immer so. Genau, ich mag es eigentlich nicht, solche Videos zu drehen, aus dem Grund, weil ich wirklich immer andere Produkte nehme. Wirklich, ich habe Blush, Cream, High-End, dann nicht, Drogerie, Puderprodukte, ich benutze immer was anderes, deswegen mag ich das nicht so. Aber ich werde euch einfach trotzdem mal zeigen, was ich alles für Produkte benutze und was halt nicht. Und dann habt ihr das halt eigentlich, was ich halt alles benutze. Ihr könnt natürlich die Produkte nehmen, die ihr nehmt. Ich würde sagen, wir fangen auch direkt mal an. Und zwar mit Eincreme. Ich benutze einmal eine Sonnencreme. Eincreme ist ganz wichtig. Ohne Eincreme funktioniert bei mir gar nichts. Und dann nehme ich noch eine Creme. Und zwar noch eine Feuchtigkeitscreme von CeraVe. Die gibt's in der Apotheke. Schau mal, ich bin auch absolut gar kein Profi. Ich mache irgendwie einfach irgendwas. Und am Ende sieht es halt eigentlich ganz gut aus. Ja, ich benutze halt jetzt auch nichts Großes, dass ich halt aussehe. Also so mäßig. Ich sehe halt sehr aus, als wäre ich eigentlich gar nicht viel geschminkt. Weil ich einfach auch keine Foundation und sowas benutze. Aber seht ihr alles gleich. So, und dann benutze ich auch immer einen Primer. Und zwar benutze ich... Oh Gott. Benutze ich heute mal den hier von Essence. Der ist ganz gut. Da mache ich einfach ein bisschen was auf die Wangen, auf mein Kinn, auf meine Stirn. So, ich würde sagen, wir fangen dann mal an mit dem Under Eye Brightener. Der sieht so aus. Der ist von Catrice. Und der ist neu. Und ich finde den so, so gut, Leute. Wenn ihr den seht, legt euch den an, weil eure Augenringe... Die gibt es danach einfach nicht mehr. Das macht man unter den Concealer. Ich mache mal eins, damit ihr so den Unterschied sehen könnt. Das ist halt so. So, und dann gehe ich einfach mit dem Finger ein bisschen rein und schmiere mir das einfach unters Auge. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt schon mal den Unterschied sehen könnt. Ich sehe den auf jeden Fall. Und dann benutze ich auch schon meinen Concealer. Und zwar benutze ich den von Catrice in der Farbe 020. Ich zeige euch jetzt mal, wo ich den hinmache. Da mache ich auch eigentlich nicht viel. Mache ich einfach ein bisschen hier. Und da, ich decke damit nicht mal meine Pickel ab. Ich habe jetzt mal diesen Pickel hier abgedeckt. Mal gucken, wie das gleich aussehen würde. Ich bin eigentlich nicht so der Fan davon. Nehme ich mir einen Beauty Blender, der ist sehr dreckig. Und den mache ich dann halt etwas feucht, weil mit einem trockneten, also einem trockneten Beauty Blender verblende ich meine Sachen nie. Ich nehme immer einen feuchten. Guck, Leute, ich sehe da jetzt nicht wirklich viel Unterschied. Deswegen mache ich es nie. So, das sieht dann ungefähr so aus. Und dann kommen wir jetzt auch schon zu meinen Lieblingsparts, sage ich mal. Und zwar Bronzer. Benutze ich den von Milk. Mache ich mir einfach hier hin. Wie gesagt, ich bin kein Profi. Falls ihr Tipps habt, bitte immer gerne in die Kommentare. Und dann mache ich mir noch ein bisschen was auf die Stirn. So sieht das dann ungefähr aus. Und das Ganze verblende ich erstmal mit einem Pinsel. Und zwar von Ebelin. So ein. Dann gehen wir rüber zum Blush. Da benutze ich den von Milk auch. In der Farbe übrigens, das war Baked. Der Bronzer war Baked und das ist Quirk. Und da mache ich einfach so ein bisschen nur hier hin. Ich finde die Farbe wirklich so unglaublich schön. Ich wollte mir auch jetzt vor ein paar Tagen den von Rare Beauty holen, aber leider ist der wirklich immer ausverkauft, den in der Farbe, den ich will. Wieder mit dem Pinsel. Ich will den nämlich in der Farbe Happy, aber die hatten diesmal nur Love und das war richtig orange. Jetzt kommen wir zu Charlotte Tilbury. Das ist eigentlich, glaube ich, ein Highlighter oder Highlighter Blush. Der ist halt sehr, das ist halt so, Leute, so seht ihr das. Ist halt ein bisschen rötlicher, aber schimmert halt dafür sehr krass. Und es war so eine Überwindung für mich, den hier aufzumachen. Und das verblende ich mit dem Beauty Blender ein. Das Ganze
cremige gemacht. Jetzt kommen wir zum Baken. Da benutze ich den das Puder von Rival Love Me, das rosane. Dazu benutze ich einfach so einen kleinen Pinsel. So ein. Und packe das einfach unter meine Augen, da wo ich Concealer hingetan habe. Eigentlich bin fast allem fertig, außer mit Highlighter. Da benutze ich ja wie gesagt auch immer einen anderen. Aber momentan liebe ich den von Elf. Und dafür benutze ich so einen kleinen Pinsel. Einfach ein bisschen was auf die Nase. Mache ich eigentlich immer. Dann seht ihr das? Hier. Und unter meine Augenbrauen. Ich hoffe, ihr könnt das jetzt sehen. Einfach am Ende hier lang. Machen wir jetzt meine Augenbrauen. Die mache ich immer mit meinem Gatto, also mit einem Gatto-B-Kleber. Ich finde persönlich meine Augenbrauen, da muss ich nicht viel machen. Vielleicht ein bisschen vorne, weil vorne habe ich ein bisschen mehrere Lücken. Aber sonst sind die eigentlich echt voll. Da kämme ich die einfach nur ein bisschen hoch. Mache mir da irgendwie so ein bisschen eine Form. Jetzt da, glaube ich, zu eurem Lieblingspart und zu meinem auch Wimpern. Da benutze ich eine Wimpernzange, einfach von Ebelin. Und ein Feuerzeug. Da erhitze ich erstmal meine Wimpernzange. Leute, ihr müsst natürlich warten, dass die ein bisschen kühler ist. Ne? Nicht so heiß direkt ans Auge, weil sonst verbrennt ihr euch. Ich gucke das immer so. Ja, und dann setze ich das einfach am Auge an. Ich kann es, glaube ich, sehen. Und dann sind sie oben und dann drücke ich einfach ein bisschen. Ich weiß nicht, könnt ihr jetzt schon den Unterschied sehen? So toll. Dann benutze ich von Catrice die Glam & Doll Mascara in dunkelblau. Geht aber auch die hellblaue, beide gut. Aber ich bin mehr Fan hiervon. Und ich fange an, erstmal meine Spitzen zu tuschen. Und dann fange ich an, das komplett zu tuschen. So toll. Wie ihr seht, habe ich hier ein paar Mascara. Ein Stückchen, da mache ich einfach mit einem Ohrending hier weg. Wie heißt das Wattestäbchen? Jetzt bin ich fertig. Jetzt kommt nur noch mein Fixing Spray. Das benutze ich einmal von NYX. Mache ich einfach auf mein Gesicht. Oh Gott, im Angst. Und mit meinen Lippen ist das so, da benutze ich auch wirklich immer etwas anderes. Entweder den Lip Liner von NYX in der Farbe Nude Trüffel und den Lippenstift dann von Rare Beauty in der Farbe Pillow Talk oder den von Catrice, den Lip Liner in der Farbe 040. Oh, und dann einfach Labello und jetzt benutze ich einfach Labello, weil ich gerade keinen Bock habe, meine Lippen zu machen. So sieht es dann aus, wenn es fertig ist. Ich finde es toll. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gebt mir einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.